Seid ihr schon wieder aufnahmefähig? Ja! Sie ist seit 10 Jahren Heilpraktikerin, Trainerin, ergänzt mit ihren 25 Jahren Erfahrung in der Medizin das Team vom Heilzentrum Scheller in Radolfzell am Bodensee und bietet den Menschen individuelle Wegbegleitung in die Selbstheilung. Heute spricht sie über Dunkelfeldmikroskopie, wobei sich mittels eines Blutstropfens die Ursache einer jeweiligen Erkrankung sowie verborgene Zusammenhänge erkennen lassen. Das Blut ist immer energetisch mit uns verbunden. Das ist der Grund, weshalb man damit radionisch testen kann. Sie schaut das Blut so lange unter dem Mikroskop an, wie es lebt. Und es ist so interessant, wie viel Energie im Blut steckt und wie lange es lebt, bis es schließlich zerfällt. Viele Formen tarnen sich im Blut und man kann sie oft erst am 2. oder 3. Tag nach der Entnahme erkennen. Unter anderem werden die Symbionten sichtbar. Kleinste Formen, die sich immer heftiger bewegen, je mehr das Blut stirbt. Sie haben eine erstaunliche Merkfähigkeit von 2 menschlichen Gehirnen, sind nicht zerstörbar, auch dann nicht, wenn der Mensch nach seinem Tod verbrannt wird. Wir dürfen gespannt sein auf eine Form, über die sie gleich berichten wird, die den Menschen in jüngster Zeit von göttlicher Seite zusätzlich zur Verfügung gestellt wird und die sie zu dem Schluss kommen lässt, dass wir unter einem ganz besonderen Schutz stehen. Wie im Makro, so im Mikrokosmos, die neuen Formen in der Dunkelfeldmikroskopie. Schön, dich hier begrüßen zu dürfen, liebe Katrin Mähle-Meyer. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Zu Anfang möchte ich mal ganz, ganz kurz fragen, wer von euch hat schon mal was von der Dunkelfeldmikroskopie gehört? Oh, eine ganze Menge. Wer von euch hat selber schon mal eine durchführen lassen bei sich? Und bei wem könnte ich jetzt fragen, was ich wollte und der würde sich nicht melden? Okay, danke schön. Ich möchte euch am Anfang dieses Vortrags, wenn wir noch die Präsentation eingeblendet bekommen. Dankeschön. Möchte ich euch diese 2 wundervollen Menschen vorstellen, die ein ganz großes Thema in der Dunkelfeldmikroskopie zeigen. Das ist einmal der Professor Dr. Enderlein, der vor über 100 Jahren die Dunkelfeldmikroskopie erforscht hat und so richtig ins Leben gerufen hat. Er hat damals 40 Jahre lang die ganze Sache erforscht und angeschaut und hat viele, viele Formen entdeckt. Aber da gehe ich später noch drauf ein, weil ich möchte einfach nur, dass ihr mein Bild zu den Menschen habt, wo ich während des Vortrags ein bisschen was drüber erzähle. Und der 2. Große in der Dunkelfeldmikroskopie war der Eckhard Sirian Scheller, der dann entdeckt hat, dass es einfach viele Verwandlungen gegeben hat im Laufe der Zeit, weil einfach durch die Schulmedizin und viele Eingriffe in den menschlichen Körper das auch auf das Blut weitergegangen ist und man dort auch viele neue Formen entdeckt hat, die er dann benannt hat und eben auch Heilungsmittel mitgegeben hat. Damit ihr mal den Unterschied erfahrt, was ist überhaupt die Dunkelfeldmikroskopie, habe ich euch hier 2 Bilder vorgestellt. Einmal ist die Hellfeldmikroskopie, mit der die Schulmedizin arbeitet. Die Schulmedizin braucht ein Färbungsmittel, um das Blut anzufärben. Und ihr seht mal, wie das im Hellfeld aussieht, wenn man so einen Blutstropfen anschaut. Ja, man sieht die roten Blutkörperchen, die sich auch rot darstellen. Man sieht die weißen Blutkörperchen, die hier lila angefärbt sind. Und auf der Gegenseite seht ihr ein Dunkelfeldmikroskopiebild. Dort seht ihr auch die roten Blutkörperchen, allerdings in einer Form, dass sie so wie ein 3D-Bild ein bisschen wirkt. Und als ich damals das allererste Mal zur Dunkelfeldmikroskopie war,
hat sich für mich wie so ein Einblick in ein Universum gegeben. Und das hat mich damals sehr gepackt. Ich bin mit meinem Mann damals auch nach Radolfzell gefahren. Ich wollte unbedingt so eine Dunkelfeldmikroskopie machen lassen, weil mich das einfach total spannend fand. Und als ich damals mit meinem Mann, der dann gesagt hat, nee, komm, ich mach das auch, waren wir da zusammen. Und ich war so begeistert, als ich mein Blut gesehen habe, dass ich dachte, wow, das ist so genial. Und ich bin an dem Tag noch dann, als ich mit meinem Mann rausgegangen bin, habe ich zu meinem Mann gesagt, du, tut mir leid, ich habe dir immer gesagt, ich mache nur noch Ausbildungen, die was mit meinem Thema, was ich vorher gemacht habe, zu tun habe, weil ich immer so ein kleiner Ausbildungsjunkie war und das schon ein bisschen viel für meine Familie geworden ist. Und da habe ich gesagt, du, tut mir leid, die Ausbildung muss ich unbedingt noch machen. Da hat er gesagt, nee, mach das. Und dann hatte ich auch das große Glück, in Radolfzell auch direkt am Institut die Ausbildung machen zu können. Und damit ging dann alles so seinen Lauf. Und heute habe ich das große Glück, in einem ganz großartigen Team arbeiten zu dürfen, in der von allen Seiten einfach was Wunderschönes entsteht und jeder mit seiner Arbeit was dazu beiträgt. Gut, dann habe ich euch ein Video mitgebracht, damit ihr das Ganze mal ein bisschen live sehen könnt. Hier seht ihr, wie die roten Blutkörperchen da rumschwimmen. Und in den roten Blutkörperchen könnt ihr den Sauerstoff erkennen. Das ist dieser Kreis, der da drin ist. Ganz spannend sind diese Punkte, die sich dort bewegen. Ganz harmonisch, in einem wunderschönen Bild zusammen. Das sind die Symbionten, von der auch schon in der Einleitung gesprochen wurde. Die Symbionten sind kleinste Lebenskeime in uns. Ich vergleiche sie manchmal immer ganz gerne mit guten Darmbakterien, die uns auch in einer Symbiose helfen. Nur sind es keine Bakterien, sondern es sind kleinste Lebenskeime, die eine Form zwischen Licht und Materie darstellen. Und diese versuchen immer, uns zu helfen und räumen bei uns auf. Sie wollen immer mithelfen, das Milieu aufrecht zu erhalten. Und da sind wir auch bei einem Thema, das Blutmilieu, was es so in der Schulmedizin nicht gibt. Denn in der Schulmedizin wurde vor 150 Jahren einmal bestimmt, dass das Blut steril ist. Das heißt, nach der Schulmedizin dürfen im Blut weder Symbionten sein, noch Pilze, noch Pilzgifte, noch Parasiten. Dass dem aber so ist, das möchte ich euch heute einfach mal zeigen. In der Schulmedizin sind diese Symbionten Abfallprodukte des Hämoglobins, des roten Blutfarbstoffs, und sollen sich nach der Brownschen Molekularbewegung im Blut bewegen, würde auch erstmal soweit Sinn machen. Nur das Spannende ist, wenn das Blut langsam zerfällt, werden es mehr, da kann man auch noch mitgehen, mehr Zerfall, mehr Hämoglobin, Abfallprodukte. Nur wenn ich dann sehe, dass sie sich immer wilder bewegen und um zu kämpfen, um das Leben aufrechtzuerhalten, passt es nicht mehr, weil wenn das Blut stirbt, ist die Brownsche Molekularbewegung viel geringer und wird immer weniger. Also somit ist es etwas merkwürdig, dass die Symbionten sich dann immer heftiger bewegen. Diese Symbionten können auch, und das hat der Professor Dr. Enderlein damals in 40 Jahren Forschungsarbeit intensivst begutachtet, in einen sogenannten Pleomorphismus übergehen. Ein Pleomorphismus ist eine Umwandlungsform. Also aus einigen dieser Symbionten können Bakterien, Viren bis zur ausgeprägten Pilzform übergehen, und diese Pilzformen lagern sich dann gerne in verschiedenen Körperregionen an. Diese Pilzform habe ich euch heute allerdings nicht mitgebracht, weil ich ganz sicher bin, dass wir da das ein oder andere morgen, wenn wir hier die Dunkelfeldmikroskopie anbieten und mal so einen Blick in, hier so einen Blick in euer Blut werfen könnt, bestimmt bei dem einen oder anderen noch da was finden und wir euch das morgen zeigen können. Ja? Nur sonst wäre das heute alles ein bisschen ausgeufert. Das Blutmilieu, ja, habe ich kurz erzählt.
Das Blut selbst muss immer in einem ganz engmaschigen pH-Wert gehalten werden, immer bei 7,38 bis 7,24. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte das katastrophale Auswirkungen für uns. Und deshalb muss der Körper immer reagieren, wenn wir zum Beispiel über die Nahrung Säuren aufnehmen und der Säure-Base-Haushalt nicht im Gleichgewicht ist. Aber genauso von verschiedenen Ursachen, die sich in den Körper gerne hineinkommen. Wir kommen dann noch dazu, die dann auch Säure produzieren. Und damit der Körper hier sofort das Blutmilieu oder besser gesagt den pH-Wert im Blut ausgleichen kann, hat er eine Form, um solche Kristalle zu bilden. Und daran sehen wir dann immer sehr schnell im Blut, dass eine starke Übersäuerung da sein muss. Diese Kristalle sind oft wirklich richtig schön, ja? Die sehen teilweise aus wie Diamanten. Hier auf dem ersten Bild seht ihr einen großen Säurekristall, der uns einen Hinweis auf die externe Zellübersäuerung gibt, also die Übersäuerung im Bindegewebe. Wenn diese Kristalle dann beim Blutfluss im Körper woanders vorbeikommen, wie zum Beispiel Schulternackenbereich, Gelenkbereiche, dann werden die da vom Körper eingelagert und so entstehen dann eben sehr schnell Schmerzzustände, Arthrose, Abreibung in den Gelenken von Knorpelgewebe und so weiter, weil diese Kristalle und diese Übersäuerung halt irgendwo hin müssen. Dann auf dem rechten Bild ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erkennen. Gibt es, wenn ihr genau hinguckt, innerhalb der Zelle, wenn die dann absterben, diese roten Blutkörperchen, dann bleiben so kristalline Formen übrig. Und das bedeutet, dass die Übersäuerung in der Zelle vorhanden ist. Das ist dann die interne Zellübersäuerung. Und das ist immer schon ein ganz großer Hinweis, wenn die Übersäuerung in der Zelle ist, dann können sich da eben auch leicht parasitäre Formen einschleusen in die Zelle. Und diese parasitären Formen erkennt man eben auch erst am zweiten, dritten Tag. Hier habe ich euch mal ein Foto mitgebracht. Da seht ihr, was da teilweise alles aus den roten Blutkörperchen austritt. Das sieht aus wie riesig lange Würmer und so weiter. Manchmal sind es auch kurze Würmer, manchmal sind es wie so verschiedene Erbsen, die aneinandergereiht sind. Und diese Formen von parasitären Belastungen, die führen halt einmal zu Schwäche im Körper. Die Schwäche im Körper können verschiedenste Krankheiten auslösen. Allerdings hat man auch herausgefunden, dass es zum Beispiel keine Patienten gibt, die Krebs haben, die nicht solche parasitären Formen in sich tragen. Mittlerweile, und das finde ich in den letzten Jahren sehr, sehr häufig, haben sich diese parasitären Belastungen auch auf die weißen Blutkörperchen ausgeweitet. Ja, die weißen Blutkörperchen könnt ihr hier, das sind diese weißen Punkte im Bild. Und dieses Foto ist jetzt auch am zweiten Tag vom Blut entstanden. Und ihr seht diese runden, ich weiß nicht, kann man die Maus, ich gucke mal, ob man die Maus sieht. Nee, sonst hätte ich es euch mit der Maus gezeigt. Da sieht man um die weißen Blutkörperchen so einen Kreis. Und das sind schwerste parasitäre Belastungen der weißen Blutkörperchen. Unten im Bild ist nochmal ein weißes Blutkörperchen, das dann so Härchen raushängen hat, wo dann auch diese parasitären Belastungen aus den weißen Blutkörperchen herauskommen. Und das ist einfach eine Schwächung der weißen Blutkörperchen, wo ich häufig sehe, dass entweder viele weiße Blutkörperchen da sind, weil sie einfach Hilfe brauchen, weil sie geschwächt sind. Oder eben auch, dass sie nicht richtig arbeiten können und daher häufig Infektionskrankheiten stattfinden und immer wieder vorkommen, weil diese weißen Blutkörperchen nicht richtig arbeiten können. So, jetzt komme ich zu dem sogenannten C-Candida. Der Harald hat es auch schon ein bisschen von erzählt, von dem sogenannten getarnten, dem kamouflierten Candida-Pilz. Diesen Candida hat der Eckhard Sirian Scheller damals entdeckt und hat herausgefunden, dass dieser durch den physiologischen Candida albicans Pilz, der im Endeffekt ein Freund in unserem Darm ist,
mit dadurch entstanden ist, weil durch Antibiotikatherapien es mit dieser Freundschaft ein bisschen überzogen hat. Und durch Antibiotika wuchert der einfach sehr, sehr auf und hat dann für Pilzerkrankungen im Darmsystem gesorgt. Ja, die Männer haben das vielleicht dadurch gemerkt, dass sie ein bisschen zu viel Flatulenzen bekommen haben, dass der Pilz sich so ein bisschen da im Darm es gemütlich gemacht hat. Frauen merken das auch ganz gerne mal nach Antibiotika-Behandlungen, dass sie einen Scheidenpilz bekommen. Und was dann vom Arzt ganz gern verschrieben wird, sind dann die Antimykotika. Also entweder die Scheidenzäpfchen, die dann den Pilz entsorgen sollen, oder eben auch medikamentös. Jetzt gibt es natürlich Patienten, die auch sowas haben, die gesagt haben, also ich habe zwar schon mal Antibiotika, aber Antimykotikatherapien habe ich noch nie gehabt, weil dieser Pilz hat durch die Antimykotikatherapien, oder ich fange es anders an, er hat einen Überlebensdrang wie alles. Und er wollte auch diese Antimykotikatherapien überleben und hat dadurch die Hefepilzhülle, von der er sich ernährt hat, abgegeben und konnte dadurch in das Blut überwandern. Im Blut lebt er munter und freudig vom Blutzucker. Und den können wir auch nicht abstellen. Somit können wir diesen C-Candida auch nicht aushungern. Dadurch, dass er auch noch getarnt ist, ist es halt noch gleichzeitig fies, weil die weißen Blutkörperchen erkennen ihn nicht. Und somit kann der C-Candida munter im Blut leben. Jetzt ist es so, dass nicht nur bei uns diese Antimykotikatherapien stattgefunden haben, sondern auch in der Tierindustrie werden Tieren ganz viel Antibiotika, Antimykotika immer nacheinander gegeben. Und so ist das natürlich auch teilweise in uns gelangt und kann natürlich auch über die Mama weiter an das Kind gegeben werden im Mutterleib. Und so konnte sich dieser C-Candida sehr gut ausbreiten. Er produziert Mykotoxine und zwar nicht wenige, so um die 120 verschiedenen Mykotoxine. Das gefährlichste von ihm ist das Acetaldehyd, das auch als Nervengift zählt. Ich habe euch hier nochmal eine größere Form dieses C-Candidas mitgebracht. Der C-Candida hat einmal sehr viel Säure um sich herum. Man sieht es auch, dass diese roten Blutkörperchen teilweise um diesen C-Candida kaputt gehen, weil sie diese Säure dieses C-Candidas schon nicht ertragen und natürlich auch die Abgabe dieser Pilzgifte. Die sorgen dann für allerlei Symptomatiken, weil der Körper versucht einmal diese Pilzgifte über die Leber wieder abzuarbeiten, was die Leber natürlich zusätzlich einer Belastung aussetzt. Und der Körper versucht, diese über die Schleimhäute im Körper loszuwerden. Und das passiert dann meistens dort, wo der Körper die schwächste Stelle hat. Das heißt, Schleimhäute haben wir eigentlich überall, vom Nasennebenhöhlenbereich, Ohrenbereich, den kompletten Magen-Darm-Trakt, Vaginalbereich, Blasenbereich und. Und somit können an diesen Stellen, wo sozusagen diese Säure auch mit abgegeben werden, sich wunderbar Bakterien oder Viren draufsetzen. Und somit ist eine ganz große Form, was der C-Candida anrichtet, alles, was mit Itis aufhört, also alle Entzündungsformen. Es geht aber auch noch weiter zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten, allergischen Reaktionen und natürlich auch den Darmerkrankungen. So, Borrelien. Ganz in der Mitte ist eine Borrelie zu sehen. Leider muss ich dieses Video immer mal wieder neu anstellen. Borrelien, man glaubt es kaum, haben sich unglaublich ausgebreitet. Borrelien kennt man meistens von der Borreliose, also den, was man durch so eine Zecke bekommen kann. Jetzt muss ich euch aber leider mitteilen, dass es nicht nur Zecken sind mittlerweile, die Borreliose weitergeben, sondern auch Stechfliegen oder Mücken. Und dementsprechend haben sich diese Borrelien ganz schön ausgebreitet. Was machen Borrelien? Borrelien produzieren Toxine, produzieren aber auch Unmengen an Säure. Es sind die größten Säureproduzenten überhaupt.
Wenn man Borrelien im Blut hat, ist man meistens gleichzeitig total übersäuert und könnte eigentlich den ganzen Tag nur von Salat und Karotte sich ernähren und wäre trotzdem übersäuert. Also diese Übersäuerung lässt sich überhaupt nicht mit der Ernährung aufhalten bei dem, was die Borrelien an Säure produzieren. Meistens kommen Patienten zu mir, wo ich schon weiß, da steckt wahrscheinlich eine Borrelie dahinter. Das sind Menschen, die ganz lange an Schmerzzuständen leiden, die schon beim Osteopathen waren, die beim Physiotherapeuten immer schön zum Rückensport gehen und trotzdem ihre Schmerzen einfach nicht loswerden. Und hier steckt meistens immer diese Borrelien hinter, weil die diese Säure sich einfach immer wieder in diese Gelenke, in die Muskulatur einbauen, die dann eben diese Schmerzen mit verursachen. Die gehen aber auch so weit, dass ich zum Beispiel jetzt vor kurzem einen Patienten bei mir in der Praxis hatte, der mit einer Multiple Sklerose-Diagnose zu mir kam. Und also es gibt verschiedene Formen der Multiple Sklerose. Es gibt einmal die, die immer so schubweise vorangeht. Da kriegt man wieder einen Schub, dann ist wieder, bleibt es so auf dem Level, bis irgendwann der nächste Schub kommt und es sich verschlechtert. Und er hatte die Diagnose einer schleichenden. Also es fing immer so an, dass er immer schlechter im Laufen war. Und dieser Mann war voll mit Borrelien, von oben bis unten. Ja, also das war ein Gewimmel am zweiten Tag, weil auch Borrelien haben gelernt, sich zu tarnen und zeigen sich nicht sofort. Und als ich ihm das gesagt habe und ihm gezeigt habe, was er da für Borrelien hat, da meinte er, ja, wie, ich verstehe das aber nicht. Mein Arzt hat das getestet und er hat gesagt, ich habe keine Borrelien. Und da sind zwei Dinge, die man beachten muss. Zum einen die Schulmedizin, immer das Blut aus dem Arm, aus einer dicken Vene. Da halten sich die Borrelien überhaupt nicht gerne auf, weil da können sie nichts machen. Das ist einfach nur wie Wasserrutsche für die Fahnen, um an den nächsten Ort zu kommen. Weil die wollen in den feinen Gefäßen sein, um was anrichten zu können, um da ihre Party zu feiern. Dem bringt das große Gefäß nichts. Und zum Zweiten haben die sich gelernt zu tarnen und verstecken sich sehr gerne mit in den roten Blutkörperchen. Und da kommen sie oft erst am zweiten, dritten Tag raus, wenn das rote Blutkörperchen langsam zerfällt. Weil dann ist es so ähnlich wie mit den Parasiten. Die Ratten verlassen dann erst das sinkende Schiff, wenn es untergeht. Und hier ist auch zu beachten, dass eben die Schulmedizin diese getarnten Formen nicht kennt. Weil wenn man schulmedizinisch Blut abnimmt, dann weiß nicht, ob das mal jemand von euch beobachtet hat, sind in diesen Röhrchen immer solche Kristalle drin, die dafür sorgen, dass das Blut eben nicht zerfällt, damit es, wenn es im Labor ankommt, eben noch frisch ist. Und dadurch kommen dann eben auch die Borrelien nicht aus den roten Blutkörperchen raus und können nicht entdeckt werden. Die nächste Form, die sich gerne im Blut tarnt, sind die sogenannten Trichomonaden. Trichomonaden oder wie es ein 8-jähriger Patient von mir so schön ausgedrückt hat, die Saugwichtel. Man sieht nämlich an diesen Trichomonaden, also es gibt zwei verschiedene Formen. Es gibt einmal die auf der linken Seite, die so ein, wie so eine Nadel dran haben, wie so, womit sie stechen können. Und einmal rechts im Bild, da seht ihr es unten, da ist so ein Kreis mit Spitzen dran. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Sieht ein bisschen so ähnlich aus, wie das Coronavirus aussehen soll. Ja? Mit diesen Nadeln pieksen die in die roten Blutkörperchen und saugen die aus. Und ich würde mal behaupten, dass 90%, die hier sitzen, von euch Trichomonaden haben. Soweit ist das auch nicht wild, wenn der Körper das ausgleichen kann. Ja, diese Trichomonaden sind gerne in Fleisch aus Großindustrien. Sie sind aber auch gerne in Bioblattsalaten. Also wenn ihr euren Nachbarn jetzt anguckt, Großindustriefleisch, und der sagt, Bioblattsalat. Ja, genau. Ja, also ihr findet die an verschiedenen Stellen. Sie können auch von Tier zu Mensch übertragen werden. Deshalb ist es auch hier wieder einfach das Milieu, was da ist, ob es ausgeglichen ist und ausgeglichen werden kann vom Körper. Ansonsten gibt es eben solche Felder, wie hier bei diesen Patienten,
da seht ihr auch ganz viel Trichomonaden überall. Und diese schwarzen Felder, die ihr hier seht, sind alles ausgesaugte rote Blutkörperchen. Also normalerweise wäre dieses Bild voll mit roten Blutkörperchen. Dieser Patient hat Krebs, weil letztendlich durch die Aussaugung der roten Blutkörperchen zu wenig Sauerstoff ins Gewebe kommt. Und da, wo zu wenig Sauerstoff ins Gewebe kommt, ist es eben sehr leicht, dass sich Krebs bildet. Bei den Krebspatienten, die ich bisher hatte, waren diese Trichomonaden immer reichlich vorhanden. Und dieser 8-jährige Junge, von dem ich euch erzählt habe, war ein Junge mit einem Hirntumor, wo die Eltern gekommen sind, weil er einen immer nachwachsenden Hirntumor hat und die Eltern das nicht mehr eingesehen haben nach 166 Bestrahlung, dass das so weitergehen soll. Und als wir die Trichomonaden entdeckt haben und der Junge wusste das energetisch schon vorher, weil ich habe ihn gefragt, na, wollen wir jetzt mal dein Blut abnehmen und reingucken? Da hat er gesagt, ich weiß sowieso, was da drin ist. Da habe ich gesagt, was ist denn da drin? Und die Mutter guckte immer schon so, wir haben sowas noch gar nicht gemacht. Mei, was ist denn da drin? Ja, da sind die Blutmännchen und die Saugwichtel. Mhm. Ja, und dann wussten wir, was er meint. Er wusste, dass da was in seinem Körper ist, was ihn aussaugt. Jetzt haben wir die Trichomonaden weg und dieser Junge macht sich prächtig. Der Epstein-Barr-Virus. Ich kann euch kein tolleres Bild zeigen. Der Epstein-Barr-Virus ist da oben, wer aufgepasst hat, ist eine Trichomonade im Bild. Und kurz darüber ist ein ganz kleiner Punkt, der ein bisschen größer ist als ein Symbiont und aussieht wie ein Donut. Und das ist das sogenannte Epstein-Barr-Virus oder auch pfeifferisches Drüsenfieber genannt. Im Moment unfassbar im Vormarsch. Ich habe eine eigene Erklärung von mir, das ist aber meine eigene These, die ist nicht bestätigt und ist meine eigene Meinungsbildung in der Form, wie ich es im Moment beobachte, dass ich ein bisschen glaube, dass der Epstein-Barr-Virus mit Teil des Coronavirus war. Also letztendlich so ein bisschen mit da reingemixt in der Küche. Weil ich finde es hauptsächlich entweder bei Menschen, die Corona geimpft worden sind oder bei Menschen, die Corona durchgemacht haben. Und dieses Epstein-Barr-Virus kennt man akut in der Form, dass es häufig pubertierende Kinder haben, die geschwollene Lymphknoten bekommen, so ein Fieber immer nur so unterschwellig bei 38 haben und sich unglaublich schlapp und müde fühlen. Dieses Epstein-Barr-Virus kann aber auch chronisch werden. Wenn wir das früher gehabt haben, war das oft so ein Zeichen, dass es gerne mit auf die Schilddrüse gegangen ist, gerne auch so ein Hashimoto-Schilddrüse gemacht hat. Heute ist es so, dass ich immer mehr beobachte, dass dieses Epstein-Barr-Virus auch gerne mit auf das Nervensystem geht. Und wie gesagt, unglaublich schlapp, müde, ausgelaugt. Menschen haben Konzentration, Schwäche und, und. Und natürlich kann so ein Epstein-Barr-Virus auch Richtung Krebserkrankung gehen. Aber das sehe ich nicht ganz so häufig in der Form, wie ich es bis jetzt betrachte. Ja, aber schulmedizinisch kann es das. Deshalb möchte die Schulmedizin ja auch gerne noch eine Epstein-Barr-Virus-Impfung hinausbringen. So, seid ihr noch alle wach? Super. Morgellons, wer hat davon schon mal gehört? Okay. Also der Harald könnte euch jetzt mindestens noch mal eine Stunde nur über Morgellons erzählen. Ich mache es ein bisschen kürzer. Ich erkläre Morgellons immer so, dass es einfach faserige Nanopartikel sind, die von uns Informationen der DNA enthalten und somit ganz gerne in den menschlichen Körper eindringen können. Diese Morgellons können sich ganz gerne im Körper ausbreiten, Knäule bilden, sich unter der Haut verstecken, Beulen machen, Akne produzieren oder auch Abszesse. Mit den Morgellons ist es immer so ein bisschen so, dass ich das erkläre, dass es nicht nur darauf ankommt, ob ich mit ihnen Kontakt habe und sie in meinen Körper reinkommen, sondern auch, wie ich energetisch aufgestellt bin.
Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Kampfsportler. Ein Kampfsportler sieht man meistens nicht an, dass er das ist. Der ist sehr athletisch gebaut, ist aber nicht so wie jemand, der ins Fitnessstudio geht, der jetzt so rumläuft, sondern er ist einfach athletisch und geht die Straße entlang. Trotzdem hat er eine Aura, dass niemand, der so drauf aus ist, Menschen anzugreifen, den angreifen würde. Weil der so eine Aura ausstrahlt, dass er sagt, von dem lassen wir es mal. Da suchen wir uns lieber ein anderes Opfer. Jemand anders, der aber eher ängstlich ist, der immer sagt, oh, hoffentlich kriege ich das nicht, hoffentlich passiert mir nichts, wenn ich durch die Straße laufe. Das spüren solche Menschen direkt und sagen, guck mal, da ist unser Opfer drauf. Und so ist das ein bisschen mit Morgellons auch, weil immer ganz viele Menschen Sorge haben, dass sie Morgellons bekommen können. Ja, also deshalb schon mal die erste Sache, sich energetisch einfach schon zu sagen, bei mir kommt ihr nicht rein. Ja, ich kann Kampfsport. Und wenn man die hat, ist das auch nicht schlimm, weil es gibt immer Lösungen. Und dafür stehen wir auch vom Heilzentrum Scheller und auch von Sirisana, dass wir Lösungen anbieten. Und der Sirian hat damals schon die Lösung für die Morgellons gefunden, um diesen Menschen, die händeringend nach Hilfe gesucht haben, da einfach eine Lösung anzubieten, weil Morgellons-Patienten oft von Ärzten immer nur Richtung Psychiatrie gebracht werden. Schwermetalle und Toxine im Körper habe ich euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Ganz links seht ihr Quecksilber, in der Mitte Aluminium und ganz rechts ist ein schönes Bild einer Patientin, die in der Textilindustrie gearbeitet hat und da in der Produktion war. Also die immer schön mit Textilgiften, Toxinen zu tun hatte. Ja, das sind so Sachen, die man immer ganz gerne im Blut sieht. Quecksilber kommt gerne durch Amalgamblomben oder durch Impfungen, also den allgemeinen Impfungen, genauso wie auch Aluminium, weil die Pharmaindustrie sagt, ohne diese Zusätze würde das Immunsystem nicht ansteigen auf die Impfung und deshalb werden sie gebraucht. Genau, diese gehen natürlich gerne auf das Nervensystem in jeglicher Form. Quecksilber sagt man auch ganz gerne, kann gerne Parkinson anrichten. Aluminium richtet eher Multiple Sklerose an, aber natürlich auch alles, was in Form geht. Dass wir zum Beispiel, oder dass Menschen im Alter schneller dement oder Alzheimer bekommen können, weil die einfach diese Schutzhöhlen von den Nervenzellen angreifen und kaputt machen. Deshalb ist es immer ganz gut, wenn man die rauskriegt. Was man natürlich immer bedenken muss bei diesen ganzen Detox-Geschichten ist, dass diese Schwermetalle gerne auch eine Verbindung mit diesen camouflierten Candida eingeht. Oder auch mit anderen Pilzen. Weil Pilze finden alles total toll, was Säure enthält, was einfach, ja, giftig ist. Ja, das binden die alles gerne an sich. Und dann gibt es halt Menschen, die sagen, boah, ich habe so, so viel entgiftet und jetzt sitzen sie bei mir und ich zeige ihnen immer noch ihr Quecksilber. Ja, weil das dann einfach gerne eine Bindung eingegangen ist. Und wenn ich das eine nicht auflöse, dann bekomme ich das andere nicht raus. Und somit ist es immer ganz gut, wenn man eben in geballter Form das eine auflöst und gleichzeitig den Körper entgiften kann. Was ich auch in der Hinsicht betonen möchte, ist, dass bei uns im Heilzentrum die Dunkelfeldmikroskopie immer eine Qualitätskontrolle ist und nicht die Diagnose oder das, was wir dann, woraus wir die Diagnose ziehen. Weil es auch in der Dunkelfeldmikroskopie sein kann, dass ich zum Beispiel einfach einen Faden oder irgendwas auf dem Objektträger hat, was erstmal aussieht wie ein Morgellon, aber letztendlich vielleicht gar keiner ist. Und um das prüfen zu können oder auch zu sehen, wie viel Schwermetalle im Körper sind, testen wir die ganzen Sachen radionisch aus und ziehen daraus die Diagnose. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel eine Parkinson-Patientin, die ich hatte, wo ich dann, das war sogar kurz nach meiner Ausbildungszeit, wo ich dann noch meine Lehrerin angerufen habe und gesagt habe, du, jetzt habe ich hier eine Parkinson-Patientin und ich finde überhaupt kein Quecksilber im Blut. Null Quecksilber. Und dann habe ich ausgetestet und hatte sowohl
im Bindegewebe wie auch in der Zelle Quecksilber, beides bei 10, das ist das Höchste in der radionischen Testung. Und dann habe ich mich gefragt, wie das sein kann. Und dann habe ich gedacht, okay, weil ich wusste, die Patientin muss Quecksilber haben. Ja, also die hat von ihrer ganzen Anamnesegeschichte erzählt, dass ihre ganzen Zähne voll mit Quecksilber waren, dass sie teilweise auch noch dann Blomben verschluckt hat, die sich gelöst haben und, und. Und dann konnte ich mir das nur so erklären, dass ich kein Quecksilber im Blut gefunden habe, dass ich gesagt habe, okay, warum hat sie den Parkinson? Das heißt, ihr Körper muss es so weggeräumt haben. Und dann hat sie auch noch von ihrer ganzen Geschichte immer gesagt, dass es halt bei ihr in der Familie immer so war, nach außen musste alles perfekt aussehen, also hat sie alles immer nach innen versteckt. Und so hat sie das mit ihrem Quecksilber auch gemacht. Hätte ich mich jetzt nur auf die reine Dunkelfeldmikroskopie verlassen, hätte ich kein Quecksilber gefunden. Und deshalb ist es so wichtig, all diese Dinge radionisch auszutesten, um immer zu wissen, finden wir es jetzt gerade nicht, weil es der Körper nur versteckt und weggepackt hat? Ist es ein Morgellon oder ist es ein Fussel? Ja, und deshalb gehen wir da immer auf Nummer sicher und stellen unsere Diagnostik auf zwei Füße. So, jetzt möchte ich euch noch ein paar Formen vorstellen, die wir erst ungefähr seit 2 Jahren beobachten. Es gibt eine ganze Menge davon, aber alle kann ich euch noch nicht zeigen, weil wir da selber immer noch am Forschen sind. Wir im Heilzentrum haben es uns einfach auf die Fahne geschrieben, dass wir die Arbeit vom Serian Scheller fortführen wollen und sind immer wissenschaftlich weiter fundiert unterwegs. Und ich möchte euch aber heute erstmal nur das rausgeben, wo wir uns ganz, ganz sicher sind in den Beobachtungen, weil auch gerade immer mehr, immer wieder weiter dazukommt. Das sind neu auftretende kristalline Strukturen. Wir haben noch nicht mal einen Namen dafür gefunden. Ja, da sind wir uns noch alle nicht so einig. Die treten so am 2., 3. Tag im Blut auf und es sind Übersäuerungen durch Umweltgifte, mit denen wir belastet werden. Diese gehen ganz stark auf die Leber, zerstören mit die Leber, was natürlich auch ein spannender Hintergrund ist, wenn ich überlege, dass die Leber nicht nur für Alkohol- und Medikamentenabbau zuständig ist, sondern führt sich andere Dinge, sondern wie zum Beispiel auch, es gibt im Blut sogenannte Makrophagen, das sind Fresszellen und die sammeln im Körper alle möglichen Bakterien, Viren und erste Krebszellen auf, wandern in die Leber und in der Leber werden sie dann sozusagen verbrannt und damit zerstört. Und die Leber scheidet dann über die Gallensäure die Gifte und die Reste dieser Verbrennung mit aus. Wenn dieser Kreislauf nicht richtig funktioniert, dann kommen die Viren nie richtig raus und können immer wieder reaktiviert werden. Und gleichzeitig ist es eine ganz, ganz große Sache, dass mit verschiedenen Dingen immer wieder versucht wird, die Menschen vor dem Bewusstsein, sage ich mal, zu bewahren. Das ist jetzt der falsche Ausdruck. Zu versuchen, dass sie nicht ins Bewusstsein kommen. Ja, und diese Dinge sind alle, die wir jetzt sehen, dafür da, um das aufzuhalten. Graphenoxid, ich denke mal, davon habt ihr schon viel gehört. So sieht es im Blut aus. Graphenoxid bringt das Blut zum Koagulieren, das heißt, dass es sich verklumpt. Es ist aber auch gerne in Symbiose mit Parasiten zusammen und sorgt dafür, dass Gedanken verändert werden können und dass dadurch auch wieder die Menschen vom Bewusstwerden ferngehalten werden. Dieses Graphenoxid kann sich bei einigen zusammenbauen, ja, zu solchen Antennen. Also am Anfang, wenn wir das Blut beobachten, sind es nur solche Einzelnen, die sich dann aber über die Tage so zusammenbauen können. Man sieht aber in der Vergrößerung, dass das Ganze noch etwas instabil ist. Ja, die Stabilität fehlt noch. Dapa-Hydrogel finde ich zum Glück nicht oft. Finde ich nur bei ganz, ganz wenigen. Dapa-Hydrogel wurde ja offiziell vom US-Militär entwickelt
und sollte ja letztendlich in verschiedene Körperregionen reingehen, wo man dann zum Beispiel über Fluoreszenz dann sehen kann, wo ein bestimmter Teil des Körpers erkrankt ist. Es ging auch mal rum, dass es auf Teststäbchen drauf ist. Da ich es jetzt nicht so oft finde, würde ich das jetzt mal negieren. Aber möglich wäre alles. DAPA-Hydrogel ist ansprechbar mit Bluetooth, allerdings nicht auf 5G. Und hat das Ziel von dem DAPA-Hydrogel ist die Hypophyse, um da auch wieder den Erwachungsprozess zu minimieren und Stress auszulösen und die Hormone durcheinander zu bringen. So, jetzt möchte ich aber noch auf einen schönen Teil aufgehen. Und das sind die Symbiozyten, so haben wir sie genannt. Das sind Formen, die uns auch positiv in den letzten Zeiten begegnen. Und diese Symbiozyten verstecken sich in den roten Blutkörperchen als diese leuchtenden Punkte und kommen mal dann zum Vorschein, wenn ganz viel in dem Körper an Virus, Bakterienlast und der Körper am Kämpfen ist. Und so hat Mutter Erde noch eine Unterstützung gegeben, um uns mit durch diese Zeit zu bringen. Und das finde ich wunderschön und sehr positiv. Nichtsdestotrotz braucht man bei all diesen Sachen nicht in irgendein Drama zu gehen, weil es immer Lösungen gibt. Und dementsprechend möchte ich diesen Vortrag gerne mit einem Satz vom Serian Scheller beenden. Und der ist: Mein wichtigstes Anliegen ist, niemals in das Leben einzugreifen, sondern die Informationsquelle so zu gestalten, dass diese als Angebot für den Gesamtorganismus vorliegt. Weil der Körper darf sich immer selber heilen und wir geben ihm das, um in die Selbstheilung zu gehen, um die Symbionten weiter zu aktivieren, um die Tarnungen runterzureißen, dass der Körper selber in Aktion treten kann und sich heilen kann. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.